ob Literaturkritiker wirklich notwendig sind, meine Damen und Herren, ist eine Frage, die wir mit letzter Entschiedenheit hier nicht beantworten wollen. Man müsste dazu erörtern, notwendig für was oder wen? Für das Publikum oder die Autoren? Und viele andere Aspekte, mehr eine Diskussion, die schnell ins Akademische abzweigt und uns in der Praxis nicht wirklich weiterhilft. Schließlich gibt und gab es diesen Stand der Vermittler, seitdem es Literatur gibt. Die Figur des Beckmessers ist so alt wie die des Künstlers. Warum diese gravitätische Einleitung? Nun, weil der Autor und das Werk, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, so umstritten sind, so bejubelt und geschmäht wurden, wie nur ganz wenige andere Erscheinungen der Weltliteratur. So umstritten, dass ein unbefangener Blick nur schwer möglich scheint. Wir reden heute über Fjodor Michailowitsch Dostojewski und jenen Roman, der ins Deutsche mal mit dem Titel Schuld und Sühne, mal mit Verbrechen und Strafe übersetzt wurde. Und auch aus dem Umstand, dass dieses Werk allein ins Deutsche fast 2 Dutzend Mal übertragen wurde, können Sie ermessen, meine sehr verehrten Zuseher, wie intensiv die Beschäftigung mit Autor und Werk stets gewesen ist. Gradlinig. Gradlinig, unbeschwert, konfliktfrei verlief so gut wie nichts im Leben des Fjodor Michailowitsch Dostojewski, selbst wenn man die Lebenswege anderer russischer Schriftsteller zum Maßstab nimmt. Geboren wurde 1821 in Moskau in einer Familie von Adel, doch in ärmlichen Verhältnissen. Mein Vater war Arzt, Militärarzt, noch nicht aus Leidenschaft, sondern weil die Finanzlage ihn dazu zwang. Seinen Dienst verrichtete er in einem der öffentlichen Krankenhäuser der russischen Hauptstadt, einem Spital für Waisenkinder. Das war für die Reputation genauso wenig ertragvoll wie für das Einkommen. Der Vater, das sollte man noch hinzufügen, war jähzornig und ein Säufer. Er verfügte noch über ein kleines, herabgewirtschaftetes Gut. Dort brachten ihn 1839 seine erzürnten Leibeigenen um, indem sie ihn in Wodka ersäuften. So jedenfalls lautete eine der Versionen des Hergangs. Der junge Dostojewski war damals gerade 18 Jahre alt. Er studierte an einer Militärakademie für Pioniere, bestand alle Prüfungen mit Glanz. Doch kaum hatte er das Leutnantspatent in der Tasche, wandte er sich der Schriftstellerei zu. In diese jungen Jahre des Schriftstellers, meine Damen und Herren, ist eine ganze Menge hineinpsychologisiert worden. Auch Sigmund Freud hat sich an den Deutungen beteiligt. Der böse, der tyrannische Vater, der unter grotesken Umständen erschlagen, ersäuft wird, gleichsam ein gewünschter Vatermord, von anderen begangen. Das bietet der Seelenkunde reichlich Stoff. Wir wollen hier aber nur festhalten, dass jenes Milieu, in dem Dostojewski aufwuchs, ein ärmliches Krankenhaus, in dem die Familie zeitweilig auch wohnte, dann ein paar Straßenzüge entfernt, ein ärmliches Irrenhaus, dazwischen ein Friedhof, auf dem Verbrecher bestattet wurden. Dass dieses Milieu ganz zwangsläufig Dostojewskis Empfinden für die Nachtseiten seiner Welt geprägt oder, sagen wir zumindest, mitgeprägt haben muss. Das Buch, das ihn zum ersten Mal berühmt machte, trägt den bezeichnenden Titel »Arme Leute«. Es ist ein Briefroman, 2 unglückliche Existenzen, ein älterer Schreiber, Kopist, also ein Abschreiber eigentlich, namens Makarf Devushkin und eine sehr viel jüngere Frau, Varvara Dobrosjolova, leben in einem armen Viertel in St. Petersburg. Die Häuser, in denen sie wohnen, liegen einander gegenüber. Aber was heißt hier Häuser, in denen sie wohnen? Devushkin kann sich gerade mal einen Teil der Küche als Schlafstatt leisten. Varvara Dobrosjolova ist geduldet bei einer Wirtin, die sie nach allen Regeln der Kunst ausbeutet. In einer Serie von Briefen teilen sie sich ihr kleines Glück und ihr großes Unglück mit. Beschreiben ihre Umgebung, den Mieter, der nachts vor Hunger wimmert, den jähzornigen, meist betrunkenen Vater eines anderen Zimmergenossen, kurz das Leid der Zeit. Devushkin verliebt sich in die junge Vara, doch die will dem Unglück entfliehen und sucht ihr Heil in einer zumindest ökonomisch besseren Partie. Ich schildere den Roman hier in unbarmherziger Kürze. Nein,
Der Himmel über St. Petersburg ist nicht immer grau. Es riecht nicht ständig nach kalter Grütze. Es kommen auch Menschen guten Willens vor. Und darum geht es mir besonders. Der Roman findet sogar Zeit für ein paar Einsprengsel von Ironie. Etwa, wenn der verliebte Dewuschkin glaubt, seine Angebetete halte ihn für eine komische Figur aus einer berühmten Kurzgeschichte des berühmten Nikolai Gagarin. Natürlich ist Dewuschkin schrecklich verletzt. Als dieser Briefroman 1846 erschien, verehrte Zuseher, rief ein berühmter russischer Literaturkritiker tatsächlich beglückt auf: Wir haben einen neuen Gogol, eine Lichtgestalt. Und weil dieser Kritiker über sehr großen Einfluss verfügte und weil dieser Briefroman die Herzen seiner Leser traf wie eine hochliterarische Sozialreportage, wurde das Werk Arme Leute tatsächlich zu einem Kassenschlager. Und das war für Dostojewski auch finanziell nicht von Nachteil. Sein Verleger soll ihn übrigens nach dem Lesen des Manuskriptes umgehend aus dem nächtlichen Schlaf geküsst haben. Das machen nicht alle Verleger. Aber Erfolg, damit erzähle ich Ihnen nichts Neues, Erfolg brütet auch leider. Wenige Schriftsteller schätzen es, wenn ein gerade 25-Jähriger gleichsam aus dem Stand mit einem der Größten verglichen wird. Und Gogol, er lebte zwar noch, doch wie man in Russland höflich sagte, er lebte in einer bestürzenden Krise zum Ende. Dieser Nikolai Gogol war schließlich eine Lichtgestalt. Deswegen ist es keine besondere Überraschung, dass Dostojewskis nächstes Werk in den literarischen Zirkeln seiner Heimat auf wenig mehr als, pardon für den Ausdruck, trotzdem auf kühles Schulterzucken traf. Das war die Erzählung, die Novelle Der Doppelgänger. Eine fantastische, literarisch zwischen E.T.A. Hoffmann und Franz Kafka angesiedelte Geschichte, in der ein nicht hochrangiger, eher schüchterner Beamter, Jakow Petrowitsch Goldotkin, seinen Verstand verliert, weil er einer Gestalt begegnet, die ihm geräuspert wie gespuckt als sein Doppelgänger erscheint. Selbstverständlich, meine verehrten Zuseher, Dostojewski konnte noch nichts von Franz Kafka wissen. Aber es gibt eben Stoffe, die darauf warten, vor- oder nacherzählt zu werden. Wenn Sie den Doppelgänger lesen, werden Sie zwischen den beiden Autoren, Dostojewski und Kafka, ein wenig durchgeschüttelt. Sollten Sie zuvor auch Gogol, etwa seine Erzählung Die Nase, gelesen haben, kommt ein weiterer literarischer Reizfaktor hinzu, der Reiz zum Lachen. Kurz gesagt, lesen Sie alle drei Autoren, es wird nicht zu Ihrem literarischen Schaden sein, wenn Sie darüber nachdenken müssen, wer Sie wirklich sind und wer Ihr perfider Doppelgänger oder Ihre perfide Doppelgängerin. Wer von seinem Verleger aus dem Schlaf geküsst wird, meine Damen und Herren, dem kann es passieren, dass er sich angewöhnt, die Nase ein wenig hochzutragen. Und das geschah auch Dostojewski, von dem ein berühmter Kollege, kein geringerer als Iwan Turgenew, bald sagte, dieser Kerl ist der neue Pickel auf der Nase der russischen Literatur. Das war vielleicht die übliche Häme unter Kollegen, festzuhalten bleibt aber, dass sich Dostojewski bald für ein so außergewöhnliches Wesen hielt, dass er auch politisch über die Stränge schlug. Er schloss sich einem Zirkel radikaler Sozialisten an, der naturgemäß heftig die Regierung kritisierte, was damals, wir befinden uns historisch in der Zeit nach 1848, in der alle Regierungen Europas Angst um ihr Bestehen hatten, was also dazu führte, dass Dostojewski verhaftet wurde. Im Gefängnis wurden er und die Mitgefangenen vor ein Exekutionskommando gestellt, zum Schein nur, doch die Inszenierung reichte, um Dostojewski ein lebenslanges Trauma zu beschweren. Er wurde zu 8 Jahren schwerer Arbeit in Sibirien verurteilt. 4 Jahre davon wurden ihm aber erlassen. Aber diese Zeit im Lager brachte ihn mit allen sozialen Missständen in Berührung, die er selbst noch nicht erlebt hatte, trotz seiner Vergangenheit. Er hat darüber sehr genauen Bericht abgelegt in einem Buch, das den wenig schönfärberischen Titel trägt, Nachrichten aus einem Totenhaus. Es klingt ein wenig zynisch, meine Damen und Herren, aber aus Sicht der zaristischen Regierung war das Ergebnis der Strafe ein voller Erfolg.
Der aus Sibirien nach St. Petersburg zurückgekehrte Dostojewski hatte dem Sozialismus abgeschworen, war ein getreuer Anhänger der griechisch-orthodoxen Kirche, der absoluten Monarchie und der Ideologie des Slawentums geworden. Laster? Eigentlich nur ein hervorstechendes, die Spielsucht, das Roulette. Diese Sucht verschärfte die prekäre finanzielle Situation, in der er sich befand, um schlicht zu sagen, er war bankrott, weil er eine Zeitschrift, die er zusammen mit seinem Bruder betrieben hatte, einstellen musste. Rettung versprachen nur neue Verlagsverträge mit den entsprechenden Vorschüssen und Verpflichtungen. Und genau so dürfen wir uns die materiellen Entstehungsbedingungen von Dostojewskis vielleicht berühmtesten Roman, eben Schuld und Sühne, vorstellen. Der Roman entstand unter größtem Druck. Schuld und Sühne ist die Geschichte eines fast perfekten Mordes. Ein bettelarmer Student, Raskolnikow, schlägt eine Pfandleiherin, weil die aus seiner Sicht unberechtigterweise über Geld verfügt, das ihm fehlt. Doch während der Tat verliert der Student die Nerven, er raubt nur ein paar Kleinigkeiten, glaubt auch noch eine Zeugin erschlagen zu müssen und kann sich trotzdem in Sicherheit bringen. Er lernt eine junge Frau kennen, die sich als Prostituierte verdingen muss. Die beiden lesen gemeinsam die Bibel. Der Student geht zum Untersuchungsrichter und legt ein Geständnis ab. Schneller kann man diese Geschichte kaum nacherzählen, meine Damen und Herren. Doch im Kern sind alle wesentlichen Momente enthalten, gerade auch die Kontroversen. Ein Kritiker bemerkte damals, es sei unerträglich, wie ein so großer Autor wie Dostojewski so viel Jesus über die Seiten sprenkeln könne. Ein anderer, der mit viel Recht hochgepriesene Landsmann von Dostojewski, der Romancier und Kritiker Wladimir Nabokov, nannte den Roman Schuld und Sühne schlicht eine besondere Form von Kitsch. Dostojewski konnte sich dagegen nicht wehren. Er starb 1881, hochgeehrt übrigens, was auch nicht allen Kollegen gefiel. Gestatten Sie mir zum Ende, verehrter Zuseher, hier ein paar kleine Anmerkungen. Der Student, er heißt, wie Sie wissen, Raskolnikow, vergleicht sich bisweilen mit Napoleon und stellt sich die Frage, warum darf dieser Franzose für das Glück seiner Landsleute so viele Menschen umbringen lassen? Und was aber soll dann so verwerflich daran sein, dass ich das Leben einer raffgierigen Pfandleiherin nehme? Moralisch ist diese Frage in der Tat schwer zu lösen, obwohl sich viele Päpste und andere Kirchenfürsten unversöhnlich auf die Seite der Kriegsherren und genauso unversöhnlich gegen die Seite der Privatmörder gestellt haben. Natürlich berührt das nicht das literarische Gewicht eines Romans, dessen, wenn Sie gestatten, außerliterarischer Verdienst darin besteht, uns ins Gedächtnis zu rufen, dass es das Böse, das ist altmodisch gesagt, den Satan tatsächlich gibt. Kritiker, auch Buchkritiker, hätten es immer lieber eine Spur handlicher. Das Böse schlechthin ist einfach zu groß. Vielleicht ist Dostojewski auch deswegen so schwer zu fassen.